Hallo, ich wollte euch heute eigentlich die Münstner Brücke zeigen im Bergischen Land bei Solingen. Mein Kalimoto hat mich auch schon irgendwie in die Nähe gebracht, aber wie man sehen kann, ist hier keine Brücke. Bin jetzt hier gerade noch ein bisschen fast Offroad gefahren an der Baustelle lang. Ja, aber ich habe eine nette Dame getroffen, die hat mir den Weg dahin erklärt und ich versuche es jetzt nochmal. Auf dem anderen Weg dahin zu kommen. Vielleicht sieht man ja dann auch noch mal was von der Münstner Brücke. Bis gleich. Finally dann doch noch an der Münsterner Brücke angekommen. Eine richtig geile Fahrt hierhin gehabt. Geile Serpentinen, aber mit richtig schönem Platz, also schönen Mittelstreifen. War echt total geil. So ähnlich wie in Burscheid, nur noch ein bisschen mehr. So, ja, aber jetzt mal genug von den Serpentinen. So, das ist die Wupper. Und da oben ist sie, die größte Eisenbahnbrücke in NRW, die Münstener Brücke. Das ist eh total schnuffig hier. Zeigt man noch so ein bisschen die Gegend. Also hier hat man auch so ein bisschen was für Touris aufgebaut, aber es ist überhaupt keine Sau hier. Es hat, glaube ich, auch alles zu. Da vorne ist noch eine Minigolfanlage. Ja, aber echt schnuffig hier und eben, ich finde es ganz gut, dass nicht so viel los ist. Dann lasse ich jetzt auch noch mal kurz die Drohne steigen, dass man die Münstner Brücke auch noch mal mit der Drohne sieht. Ja, ansonsten war es da dann schon wieder für heute. Ach nee, natürlich zeige ich auch noch ein bisschen den Rückfahrt. Vielleicht ein paar Teile, die Rückfahrt natürlich nur ein paar Teile, weil Problem ist leider, ich habe keinen Ersatzakku dabei und habe nur noch jetzt 40%. Also so ein bisschen was kann ich dann vermutlich noch zeigen, aber leider nicht mehr gar so viel. Und ja, deshalb mache ich jetzt auch aus. Und zeige euch gleich noch ein paar Drohnenbilder. Ich hoffe, das klappt und darf das hier überhaupt. Wenn nichts kommt, hat es nicht geklappt. Und ja, dann noch ein paar Bildchen von der Rückfahrt. Ach ja, und ich habe hier übrigens so ein tolles Merino-Shirt an. Ich war heute, nee, Quatsch, gestern war ich noch im Decathlon. Da habe ich mir mal so ein Teil gekauft und die Dinger sind echt geil. Also die führen echt den Schweiß total gut ab. Aber sie sind ein bisschen kratzig an der Haut, muss ich doch sagen. Aber so zum Mopedfahren von der Temperierung erstmal genial, weil der Schweiß abgeführt wird. Und sie stinken auch nicht dann. So, aber jetzt war es das erstmal und jetzt kommt erstmal die Drohne.